Guten Morgen, Freunde, was geht ab? Wir fahren heute nach Österreich. Das Auto ist gepackt. Let's go. Freunde, wir haben jetzt angehalten. Wir sind in unserer ersten Raststätte. Machen jetzt eine kurze Pause für die Kinder und dann geht's auch weiter. Bis gleich. Eine Ewigkeit später. So, endlich in Österreich angekommen. Bist du eigentlich mal so? Ich bin der Fliegenkiller. Selfies angekommen in unser Apartment Hotel. Jetzt machen wir eine kleine Roomtour. Hier haben wir unsere kleine Toilette. Dann geht's ins Wohnzimmerbereich, wo wir uns schon breit gemacht haben. Hier haben wir eine kleine Küche. Hier haben wir unseren Bad. Eine Badewanne. Doppelwaschbecken. Und noch eine Dusche. Hier haben wir das Elternschlafzimmer. Hier in der Ecke haben wir noch unser Kleiderzimmer. Und schaut euch diese Aussicht an. Mega. Hier können wir schön abends chillen. So, wir machen jetzt unseren Abendspaziergang in Selfoys. Hier ist schon einiges los. Es ist sehr familienfreundlich hier. Die Kinder haben hier einen Spaß. Hier gibt es Ponys zum Streicheln, schöne Sitzecken. Überall gibt es tolle Aussichten. Ich muss sagen, ich bin sehr begeistert von hier. Es ist sehr familienfreundlich. Ich kann es zu jedem empfehlen. Es gibt so viele Dinge hier zu machen, zu sehen. Es ist wirklich ein Paradies für Familien. Hier werdet ihr auf jeden Fall als Familie fündig. Es gibt hier sehr viele Attraktionen. Ob ihr schwimmen wollt, ob ihr wandern wollt. Es gibt Abenteuerspielplätze, Indoor-Spielplätze, unzählige Sachen. Endlich zu Hause, wieder in unser Apartment. Wir ruhen uns heute aus. Heute war ein anstrengender Tag. Die lange Fahrt hierher. Dann waren die Kinder noch nörgelig. Wir konnten leider nicht so viel aufnehmen. Aber dafür werden wir morgen früh aufstehen. Wir haben vieles geplant. Ich hoffe, es klappt auch alles. Allein schon der erste Tag hat einen super Eindruck gemacht. Etwas Negatives hat es. Die Attraktionen schließen meistens um 18 Uhr. Je nach eurem Hotel oder Apartment könnt ihr auch dort noch chillen. Wir haben auch hier Sauna, Wellnessbereich. Aber wir wollen heute den Abend ruhig angehen, wollen uns erholen, dass wir für morgen noch viel Kraft haben. Bis morgen. Guten Morgen, Freunde. Tag 2 hat begonnen. Wir haben morgen 7 Uhr. Ich bin noch ziemlich müde. Wir machen uns gleich fertig, frühstücken was und dann geht's auch schon raus. Diese Bergluft, die frische Luft, die tut echt gut. Ich habe zwar wenig geschlafen, aber gut geschlafen. Bis gleich. Tag 2 beginnt. Wir fahren jetzt mit der Seilbahn hoch. Let's go. So, erste Station Sunliner Richtung Fis. Ich bin gespannt. Wir fahren jetzt mit der Seilbahn hoch. Wir wollen Richtung Fis. Wir haben einen kleinen Wanderweg, circa eine halbe Stunde.
Da oben hat es uns richtig gut gefallen. Wir sind jetzt runtergefahren mit der Seilbahn nach Fis, schauen uns hier die Dorfgegend auch noch ein bisschen an. Dann gehen wir nach Hause, machen uns fertig für die nächste Attraktion. Den Kindern hat es richtig gut gefallen. Seid gespannt, bis dann. Kleiner Tipp am Rande, kleidet euch auf jeden Fall sportlich ein und nehmt genug Wasser mit und Wechselklamotten. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber kann man auch Paragliding machen. So, wir sind jetzt an der Waldbahn angekommen. Wir fahren wieder hoch nach Surfhaus. Hier sind viele Mountainbiker unterwegs. Die fahren mit den Fahrrädern hoch und fahren hier so eine Strecke runter ab. Sieht richtig nice aus. Anschließend werden wir uns kurz nochmal umziehen, was essen und dann geht's auch weiter. Ich denke, das nächste Mal planen wir dann einen längeren Aufenthalt hier, vielleicht auch mit Freunden, damit es viel, viel mehr Spaß machen. Wobei es jetzt schon riesen Spaß gemacht hat und auch noch machen wird. Also wir gehen dann jetzt ein bisschen ins Wasser und versuchen den Tag noch gut auszunutzen. Wir haben gerade 11:45, das ist ein guter Zeitplan und ja. Hier haben wir die Pyramidenpilze. Ich fahre jetzt mit der Sommerrodelbahn nach oben und danach geht die Post nach unten ab. Alle Schwede geht's hoch. Also ich weiß schon, ob ihr es sehen könnt, man fährt wirklich richtig weit hoch auf den Berg. Ich freue mich schon drauf. Okay, let's go. Wir gehen jetzt mit den Kindern schwimmen, werden viel Spaß haben und danach uns auf den Weg nach Hause machen. Ich hätte euch zwar ein paar Moves gezeigt, aber ich darf leider nicht. Man kann hier auch Beachvolleyball spielen oder hier Fußball spielen. Da hinten gibt es einen Kletterwald noch. Ein Nachteil hat dieses Schwimmbad. Man muss wirklich diesen ganzen Weg hier hochlaufen. Servus Freunde, was geht ab? Unser letzter Tag steht an, Tag 3. Wir reisen heute ab. Wir werden jetzt packen und uns auf dem Weg wieder nach Hause machen. Es hat sehr viel Spaß gemacht hier. Mich persönlich hat es überrascht. Meine Frau hatte zwar davon geschwärmt, ich hatte es ihr nicht geglaubt, ehrlich zu sein, aber es ist wirklich so. Es ist ein Familienerlebnis, den ihr nicht vergessen werdet. Ich kann euch es nur weiterempfehlen, mal hierher zu kommen mit eurer Familie. Es war sehr, sehr schön hier, jeden Morgen mit so einer schönen Aussicht aufzustehen. Frische Luft. Leider müssen wir gehen. Was waren unsere Highlights? Mein Highlight war die Sommerrodelbahn. Es kann bis zu 40 km/h aufnehmen und das Mumli-Wasser hat uns sehr gefallen. Die Höhe hat uns sehr gefallen. Es war ein tolles Erlebnis, was ich gerne wieder machen würde. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da. Für Fragen gerne auch in die Kommentare schreiben und vergiss nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Urlaub.